Heute im Test nicht das Objektiv, sondern die Kamera dahinter, die Sony Alpha 7 IV, der neue Einstieg in Sonys Vollformatwelt, auch wenn es mit über 2.500 Euro ziemlich teuer ist für einen Einstieg. Dennoch schauen wir mal, was sich getan hat, ob es ein Upgrade vielleicht sogar wert ist, was die Unterschiede sind. Mehr dazu jetzt im Test. Dann schauen wir uns mal die Sony Alpha 7 IV an. 658 Gramm bringt das Gehäuse allein auf die Waage. Ist jetzt nicht ein großer Unterschied zur Alpha 7 III. Insgesamt ist sie aber ein bisschen bulliger geworden. Das Objektiv mal wieder ran. Vor allem der Handgriff ist noch ein Tick größer als bei der Alpha 7 III, obwohl man ja weiterhin denselben Akkutyp drin hat, also die FZ100, was ich ja auch prinzipiell sehr begrüße, kann man halt dabei bleiben, haben jetzt auch ausreichend Kapazität, nicht mehr so wie die alten FW50, die es halt früher mal gab. Fässt sich noch ein bisschen besser an, also man hat einfach ein bisschen mehr Platz, finde ich noch, aber ich finde, sie wirkt schon sehr bullig, also gerade wenn ich es jetzt mal Nikon Z6 II, Z7 II so vergleiche, die finde ich doch noch ein bisschen filigraner, eleganter designt. Das hier wirkt einfach schon, ja, wie gesagt, so ein bisschen bullig irgendwie. Dennoch schön gemacht. Ich weiß zwar nicht ganz, warum man den Platz hier drüben verschwendet, da hätte man vielleicht auch eins der Einstellräder zum Beispiel rüberbringen können oder noch ein Wahlrad, wie es andere machen, für Einzelbild, Serienbild, um da einen Direktzugriff zu haben. Also ich finde, das ist ein bisschen, ja, verschwendeter Platz, weil man sieht, wie dicht sonst alles mit Einstellrädern belegt ist. Ihr habt hier euer Modus-Wahlrad, habt hier denn, ich sag mal, zwei Einstellräder. Das ist die Belichtungskorrektur mit einem kleinen Lockschalter noch drin. Ein Einstellrad, zweites Einstellrad hier vorne vor dem Auslöser. Ihr habt hier dann am Modus-Wahlrad darunter noch Foto, Video, S und Q steht für Slow and Quick. Also ich sage mal so, Zeitraffer- und Zeitlupenaufnahmen könnt ihr machen im Videomodus. Auf der Rückseite dann das dritte Einstellrad. Das schön große Joystick, die restlichen Tasten, da hat sich soweit eigentlich nichts geändert. Und natürlich, große Highlight, das Touch-Display, nun auch dreh- und schwenkbar. Und mit einem Touch-Menü, kennen wir soweit aus der Sony Alpha 7 S3. Das hatte das auch schon drin. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist die Auflösung. Also ein 3-Zoll-Display ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Sony hat es aber bei den 1,04 Millionen Pixeln belassen. Und man muss sagen, die Konkurrenz, vor allem in dem Preisbereich, hat da schon, weiß nicht, 1,6 Millionen Pixel, 2 Millionen. Sony selbst hat die Alpha 7 R3, 7 R4 in der neuen Variante mit 2,4 Millionen Bildpunkten hinten. Das ist einfach deutlich schärfer, wenn ihr die Bildschärfe kontrollieren wollt, zum Beispiel von Aufnahmen. Also verstehe ich nicht ganz, warum man da jetzt nochmal fast einen Rückschritt eigentlich macht bei der Auflösung. Anschlussseitig haben sie es wiederum sehr schön gemacht. So, ist gerade bei der Kälte hier. Einmal HDMI in voller Größe. Das freut natürlich vor allem Filmer, denn der Anschluss ist einfach ziemlich robust. Dann hätten wir für Kopfhörer und Mikrofon die Anschlüsse jeweils unter einer separaten Abdeckung. Auch das für Filmer einfach top. Und darunter dann noch einmal USB Typ C und dann dieser Micro-USB-Multi-Anschluss. Aber das ist, sage ich mal, ein Relikt aus alten Tagen. USB Typ C kann da fast alles ersetzen. Unter anderem mit einer Webcam-Fähigkeit. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Und hier an der Seite Speicherkarten. Einmal für SD-Speicherkarten und oben ein Kombi-Slot. Entweder für eine SD-Karte oder für eine CF Express Type A. Sony war so nett, für den Test noch eine mitzuschicken. Wie gesagt, geht beides in den Slot rein, aber ihr könnt nicht wie bei der A7 S3 zweimal CF Express nutzen, sondern hier halt der zweite ist wirklich nur für SD-Karten. Jetzt zur Bildqualität der Sony Alpha 7 IV. Der Sensor hat eine Auflösung von knapp 33 Megapixeln, also ein neuer Sensor, den Sony da eingebaut hat. Erstmalig. Klar, Steigerung der Auflösung heißt in der Regel auch immer ein bisschen mehr Bildrauschen, wobei man halt sagen muss, 24 auf 33 Megapixel klingt jetzt erstmal viel. Prozentual gesehen ist es jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm. Deswegen ist jetzt auch das Bildrauschen nicht so unterschiedlich. Das hatten wir bei Canon aber zum Beispiel auch schon im APS-C-Bereich, als sie von 24 auf 32 gegangen sind. Das Bildrauschen wird ja auch ein bisschen feiner, also man sieht es eigentlich noch nicht so stark. Ähnliches finde ich jetzt hier auch bei der Sony. Ich war allgemein erstaunt. Klar, Rauschen sieht man immer, das kommt halt mit rein, aber was ich finde, was noch viel eher auffällt als das Bildrauschen, das reinkommt, sind die Details, die rausgehen. Und hier muss ich sagen, ich habe jetzt auf einer Veranstaltung in Finnland mit fotografiert, mit dem Tamron 2875 G2.
Und man sieht kaum Unterschied zwischen, ich sag mal so, ISO 100 und ISO 800 in den Details, wenn ich jetzt Gesichter habe, Haare drin habe oder sowas. Da ging kaum was weg. Also da war ich sehr positiv überrascht. Natürlich ist der Sensor auch wieder stabilisiert. Bisschen über 5 Stufen gibt Sony an. Ich habe jetzt ja auch das 70-200er stabilisiert dran und ich muss sagen, verglichen mit dem, was Canon und Panasonic aktuell bieten, und gerade bei Canon muss ich ja sagen, die sind ja quasi von 0 auf 200 gegangen, also lange hatten sie gar keine Stabilisierung und dann gleich eine richtig gute. Und spätestens halt bei diesen dual stabilisierten Lösungen kommt halt Sony nicht im Ansatz hinterher. Klar, lieber ein Stabilisator als kein Stabilisator drin zu haben, bin ich absolut dabei. Gerade im weitwinkligen Bereich oder wenn ihr jetzt mit so ein bisschen weitwinkligeren Festbrennweiten arbeitet, so ein Film, ist es super, den drin zu haben. Aber ich finde, Sony muss wirklich in nächster Zeit daran, eine richtige Dualstabilisierung zu bieten, wie halt Olympus, Panasonic, Canon das mittlerweile drin haben. Denn zum Beispiel, ich weiß, bei Canon hatten wir das mit dem 100mm Makro mal gemacht, dem neuen L-Objektiv. Das sieht fast aus wie auf einem Stativ oder vom Gimbal, sagen wir mal, gefilmt. Das ist wirklich stabil, wenn ihr das haltet. Und hier wirkt es halt einfach noch ein bisschen shaky. Wir haben mal einen ganz kleinen Vergleich gemacht von der Canon EOS R5 mit der Sony Alpha 7 IV. Könnt ihr euch ja selber eure Meinung dazu bilden, wie das aussieht. Beides mit einer 50mm Festbreite unstabilisiert, also damit man halt wirklich nur den Stabilisator aus der Kamera sieht. Wie gesagt, das ist so der einzige Punkt, wo ich finde, dass Sony ein bisschen in Zukunft arbeiten muss. Das wird jetzt per Firmware-Update nicht mehr an die Alpha 7 IV reinkommen, tippe ich zumindest mal sehr stark. Aber so für die kommenden Generationen wäre das so eine Sache, die ich persönlich sehr gerne sehen würde. Jetzt zum Thema Autofokus und Serienbild. Und wir fangen mal an mit Serienbildaufnahmen und dazu brauche ich jetzt keine Handschuhe, weil es sonst ein bisschen frickelig ist und ein bisschen Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wie eingangs erwähnt, ihr habt zwei Speicherkartentypen. Einmal CF Express Type A und einmal die Möglichkeit, SD-Karten einzustecken. Und ich habe jetzt hier meine ziemlich beliebte SD-Karte einfach genommen. Die SanDisk Extreme Pro 170 MB pro Sekunde, weil ich denke, es ist halbwegs repräsentativ. So. Kamera ist eingestellt auf Serienbildaufnahmen. Sie schafft bis zu 10 Bilder pro Sekunde, egal ob mechanischer oder elektronischer Verschluss. Ein bisschen kalt. Allerdings gibt es einen sehr starken Unterschied, wie lange das hintereinander geht. Wir speichern jetzt auf die CF Express Type A Karte und ich nehme es einfach mal vorweg, so ein bisschen als Spoiler. Wir könnten das jetzt ziemlich lange machen, hypothetisch so lange, bis die Karte voll ist, was so noch 930 Bilder wären, denn die CF Express Type A Card ist so schnell, dass eigentlich der kamerainterne Puffer nicht wirklich benötigt wird oder wirklich nur ganz kurz zum Zwischenspeichern verarbeiten und dann ist es auch schon auf der Karte drauf. Also ihr hört, mit CF Express Type A gibt es de facto keinen Unterschied. So, ich wechsle jetzt einfach mal auf Speicherplatz Nummer 2, das ist da, wo die SanDisk-Karte drin ist. Wir machen das gleiche nochmal und ihr hört, nach sehr wenigen Bildern ist schon Schluss, denn der Pufferspeicher, wahrscheinlich hat sich Sony gedacht, man kann da so schnelle Speicherkarten reinbauen, warum sollen wir einen großen Puffer der Kamera spendieren? Was ich aber sehr dämlich finde, denn ihr hört nach, also ich glaube, ich habe es gemessen, 13 bis 14 Bilder passen gerade mal in den Puffer rein. Mit schnellen Karten, wir machen das gleich nochmal mit einer US2-Karte, kommt ihr dann so auf 30 am Stück, also 3-4 Sekunden. Und das war es dann aber auch schon. Danach hört ihr, geht es dann, je nachdem, ob jetzt Compressed, Uncompressed RAW oder Verlust- oder nicht verlustfrei komprimiertes RAW fotografiert, unterschiedlich schnell weiter, aber es bleibt halt irgendwie doch ziemlich langsam, die ganze Geschichte. So, Kamera ist fertig. Wie versprochen, wir machen das jetzt nochmal mit einer UHS-II-Karte. Also nehmen wir mal die erste kurz raus. Und Moment. So. Die zweite, eine Angelbird-Karte. Wir haben auch wieder sehr viele Speicherkarten getestet. Die Angelbird war eine der schnellsten überhaupt dafür. Und dasselbe Experiment nochmal. Das jetzt, wie gesagt, eine UHS-II-Karte. Ihr hört, jetzt geht es halt danach schneller weiter mit so immer noch 3-4 Bilder pro Sekunde. Also schon ordentlicher Unterschied. Aber dennoch, was mich halt einfach nervt, dass Sony einen so winzig kleinen Pufferspeicher drin hat. Selbst die Alpha 7 R4 mit 60 Megapixeln, also der doppelten Auflösung, der hält der Puffer viel, viel länger durch, obwohl es halt deutlich mehr abzuspeichern gibt. Also in meinen Augen definitiv am falschen Punkt gespart. Selbst die Alpha 7 III hatte da mehr Platz im internen Pufferspeicher. Keine Ahnung, was die Entscheidung sollte. Das ist aber auch so mit mein einziger Kritikpunkt. Und wer jetzt sagt, naja gut, dann nehme ich halt eine CF Express Karte.
Das Problem ist, es gibt aktuell de facto nur Sony als Anbieter. ProGrade hat eine angekündigt. Ich habe sie aber in Europa noch nicht im Handel gesehen. Vielleicht kommt sie noch. Und egal ob ProGrade oder Sony, das Maximum sind derzeit 160 GB, was jetzt auch nicht irrsinnig viel ist, wenn ich mir überlege, SD-Karten gehen in den Terabyte-Bereich rein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Hochzeiten fotografiert und ihr sagt, ich will ein Backup haben und ich will auf beiden RAW speichern, dann ist ja die SD-Karte zwangsweise immer das Limit, denn natürlich auf der CF Express kann nicht schneller gespeichert werden als das, was die SD-Karte bietet. Also wie gesagt, in meinen Augen war das definitiv eine Fehlentscheidung bei Sony hier. Also der Speicherkartencontroller ist toll, keine Frage. Wie gesagt, wenn ihr Speicherkarten sucht, schaut in den Link rein, speicherkarten.guru. Wir haben fast über 70 Modelle damit getestet. Er ist gut, aber der Puffer ist einfach dennoch zu klein. So, genug gemeckert zum Autofokus. Der ist nämlich richtig gut. 759 Autofokuspunkte im Phasenautofokusbereich, 425 Felder beim Kontrastautofokus. Sehr toller Tracking-Autofokus, wie wir ihn ja auch schon vorher hatten. Also da hat sich so gesehen jetzt eigentlich nicht viel getan. Das hat Sony wirklich, wirklich richtig gut mal wieder hinbekommen. Auch im Videomodus, den schauen wir uns natürlich gleich nochmal ein bisschen spezieller an. Aber wie gesagt, Augen-Autofokus, alles mit drin, was ihr irgendwie haben wollt. Und klar, wie jetzt eine Sony Alpha 7 III mit dem neuesten Firmware-Update hat, ich finde, der Unterschied ist jetzt nicht so gigantisch groß. Aber ihr bekommt halt weiterhin eines der besten Autofokus-Systeme derzeit am Markt. Dann schauen wir uns natürlich auch mal noch den Video-Autofokus kurz an. Jetzt Sony Alpha 7 IV zusammen mit dem 70-200-28 der zweiten Generation. Ihr seht auch hier, wie gesagt, gar kein Problem. Jetzt auch mal ein S-Log gefilmt und trotzdem gutes Augentracking und so weiter, alles mit dabei. Also keine Sorge. Damit aber direkt weiter zum Videomodus. Wir filmen jetzt gerade mit 25 Bildern pro Sekunde. Jetzt wird sich vielleicht irgendwer fragen, warum nicht mit 50? A, haben wir das restliche Video mit 25 aufgenommen. B, wenn ihr mit 50 oder 60 Bildern pro Sekunde arbeitet, habt ihr in der Kamera hier einen Crop drin. Das ist so eine Art Super 35-Modus. Und dadurch jetzt gerade mit einem 70-200er bei 70 mm plus Crop, das wird dann doch schon ziemlich lang. Muss man wissen, es hat eine Einschränkung. Also ja, ihr könnt mit, also in 4K mit 50 oder 60 Bildern pro Sekunde arbeiten, aber halt immer mit Crop. Das muss man als Einschränkung einfach wissen. Sonstige Einschränkungen beim Autofokus oder so gibt es nicht. Also bei Canon zum Beispiel mal ein Problem, wenn es dann 4K ging oder so. Das ist hier natürlich alles gut. Sonst beim Videomodus aber viele schöne Sachen mit reingekommen, unter anderem interne Aufzeichnungen mit 10-Bit. Das war bei Sony ja auch lange so eine Baustelle, das ging dann ja über HDMI extern, jetzt halt auch intern gar kein Problem. Sogar 422 10-Bit könnt ihr intern aufzeichnen, auch mit 60 Bilder pro Sekunde, mit S-Log in H.264 und H.265, sogar IPB und Intraframe-Kodierung. Also man kann so ziemlich fast jede Kombination irgendwie wählen. In Full HD geht es bis auf 120 Bilder pro Sekunde hoch für Slow Motion. Also ihr seht, da gibt es doch einiges. Und ich hatte anfangs ja gesagt, ihr könnt über den USB-C-Port das auch als Webcam nutzen. Und nein, das jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Sony-Software zum Installieren, sondern wie das zum Beispiel Sigma in der FPL drin hat und jetzt ein paar andere Hersteller zuletzt auch eingebaut, mit einer nativen Webcam-Funktion. Der Standard nennt sich UVC, also USB Video Class. Das heißt einfach anstecken und es wird wie eine ganz normale Webcam erkannt. Das heißt eigentlich auch egal, ob ihr jetzt, weiß nicht, Linux habt, ein Windows-PC, Mac, was auch immer. Das sollte überall funktionieren mit Ton. Es geht sogar in 4K mit 15 Bildern pro Sekunde, wo jetzt vielleicht irgendwer sagt, 15 Bilder, was soll das? Wenn ihr jetzt mal in einer größeren Zoom-Meeting oder Microsoft Teams oder so drin wart und bei einigen könnt ihr ja mal in die Infos reinschauen. In der Regel wird das auch so mit 15 Bilder pro Sekunde übertragen. Einfach aus Effizienzgründen, vor allem bei mehreren Teilnehmern. Deswegen ist das gar nicht so ungewöhnlich. Und ganz ehrlich, wer war schon mal irgendwo, hat in 4K irgendwie eine Konferenz gehabt? Ich kenne es nicht. Oft wird das auch nur so in 640 mal irgendwas übertragen. Also von daher voll in Ordnung. In Full HD habt ihr sogar bis 60 Bilder pro Sekunde zur Auswahl. In HD gibt es auch nochmal 25 und 30. Also die Kamera unterstützt schon einiges. Ich finde es schön, es drin zu haben, ohne extra Software irgendwie installieren zu müssen. Der Ton geht mit rüber. Ihr könnt richtig hochwertigen Ton drin haben. Also so gesehen ist die A7 IV nicht nur eure Foto- und Videokamera, sondern kann gleichzeitig sogar noch eine richtig hochwertige Webcam sein. Und eine Webcam mit richtig gutem Autofokus, tollen Dynamikumfang,
richtig schicken Bouquet, ohne irgendwie Software-Effekte, die euch dann irgendwas hier wegschneidet. Also ich denke, da hat man einfach nochmal einen schönen Benefit oben drauf gepackt. Mein Fazit zur Sony Alpha 7 IV. Die Kamera kommt zu einer UVP von 2.800 Euro in den Handel, was zum zweiten Mal in Folge ein ziemlich krasser Anstieg ist. Die Alpha 7 III hatte so 2.300 Euro und die Alpha 7 II hatte 1.800 Euro, also quasi zweimal hintereinander 500 Euro Aufpreis, die Sony raufgesetzt hat. Ist eine ziemlich knackige Steigerung. Ich fand, bei der Alpha 7 III konnte man noch irgendwie drüber hinwegsehen, weil das war noch mal doch größer Akku drin, größerer Handgriff, der Bildsensor war ein ganz gutes Stück besser, auch Stabilisierung, Autofokus und so weiter und so fort, also jede Menge verbessert. Bei der Alpha 7 IV, muss ich sagen, ist so langsam das Ende für mich erreicht, wo ich sie irgendwie vertretbar finde von der Kostensteigerung. Nicht falsch verstehen, es ist eine tolle Kamera und einige Änderungen finde ich wirklich gut. Wie schon gesagt, so 30 Megapixel, toller Kompromiss aus Auflösung, nicht zu großen Bildern. Also gerade für so Berichterstattung finde ich es die perfekte Auflösung, richtig gut. Fand ich auch bei der EOS R, der Canon 5D Mark IV, schon einen tollen Kompromiss, so um die 30 Megapixel zu haben. Alles schick, ein dreh- und schwenkbares Display, jetzt auch mit einem Touch-Menü. Tolle Änderung, wenn auch knapp 11 Jahre zu spät, aber man hat es halt immerhin drin. Also alles gut, anschlussseitig, schick. Auf der anderen Seite dann aber halt schon wieder Schwächen. Und ich finde für den Preisbereich so hart am Limit, um zu sagen, das kann man irgendwie rechtfertigen. Der sehr kleine Pufferspeicher, wenn ihr mit SD-Karten arbeitet zum Beispiel, die Auflösung des Displays auf der Rückseite mit einer Auflösung, die wir jetzt knapp 10 Jahre auch kennen, wo ich dann schon sagen muss, also für den Aufpreis, den Sony haben möchte, habe ich da schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Also ein bisschen wie bei der Canon EOS R6, die halt auch schon ziemlich teuer eingepreist war, zumindest am Anfang. Also kurzum, ich kann nur hoffen, dass Sony mit dem Preis oder halt der Fachhandel und Handel am Ende ein bisschen runtergeht, weil 2.800 Euro finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ihr könnt eure dazu ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Aber wie gesagt, nochmal, es ist eine gute Kamera, darum geht es gar nicht. Aber halt der Preissprung ist mir persönlich für das, was neu reingekommen ist, einfach ein bisschen hoch. Wie gesagt, haut eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Sonst vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.